Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und jo, willkommen zurück hier auf der Südhermann. Und ja, der Schwader ist fertig. Sehr gut. Dann schicken wir den nämlich jetzt auch noch über zu 30. Überlege ich gerade, kann ich den hier gleich auf die Straße setzen oder? Was das für? Also, der ist auch fast. Ah gut, die Hälfte hat er. Ja. Arme Sau, aber gut. Ich muss irgendwie, muss ich darauf warten, dass jetzt irgendwie ein Schlepper frei wird, weil ich kann mit ja, die Ballen nicht einsammeln mit nix, ne? Es ist echt schwierig. Also auf jeden Fall, was ich euch gestern noch einmal eben noch erzählen wollte. Gestern in der Folge, da hat ja auch einmal mein Handy gebimmelt und das ist tatsächlich jetzt mittlerweile mehrere Wochen her jetzt. Habe ich mal wieder seit sehr, sehr langer Zeit was bei Kleinanzeigen verkauft. Das heißt jetzt ja Kleinanzeigen, nicht mehr eBay Kleinanzeigen. Hat sich auch ja so einiges geändert. Alles gut und schön. Was man tatsächlich, oder was ja nicht mehr mit übertragen wird oder sonstiges oder gezeigt wird, ist ja tatsächlich deine E-Mail-Adresse. Und was interessant ist an der ganzen Geschichte, ich hatte drei, vier Sachen reingestellt. Und wirklich in der Sekunde, wo das online war, mehr oder weniger wirklich, es war online und es hat wirklich keine 5 Minuten gedauert. Da kamen dann ein paar Mails rein von verschiedenen. Ne, ich will das kaufen und ich brauche deine E-Mail-Adresse und schick mir mal deine E-Mail-Adresse, dann überweise ich dir das Geld und bla blub und hast dich gesehen. Naja, so doof wie ich natürlich gewesen bin, hat das ja auch gemacht. Der Verkäufer oder der Käufer hat sich natürlich nicht wieder gemeldet, ist klar. Das andere wiederum ist, dass ich jetzt stets und ständig irgendwelche Werbemails, irgendwelche Seiten bekomme. Es gibt nur so viel hier. War auch gut. Vor 3 Tagen bekam ich auch wieder eine E-Mail. Ihre Commerzbank. Bitte, ne, den Link unten anklicken und bla 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 ist irgendwas. Naja gut, ich meine, so doof bin ich ja nun wirklich nicht. Ne? Also ich bin nicht bei der Commerzbank, da habe ich gar nichts. Ich bin bei einer anderen Bank. Also da muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, vorher war das angenehmer. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es war bei den, ne, als Kleinanzeigen, da es war, oder eBay Kleinanzeigen, muss man ja so sagen, das war angenehmer. Also dieses mit diesen stets und ständig Werbung und tralala und hast nicht gesehen, oder auch hier, dass da so viele, ich sag's mal ganz direkt, Arschlöcher einen versuchen auszunutzen. Also da muss ich echt sagen, dass sowas gab es früher nicht. Ja, und seither, ich meine, ich schieb die immer wieder in den Spam-Ordner. Ich, ne, guck da nie rein in die Mail. Also ich öffne keine Mail.
Weil ich sehe schon, jedes Mal, wenn so eine Mail kommt, wird die irgendwie immer weitergeleitet. Und wenn man ja so eine Mail weiterleitet, steht die immer ganz vorne an, RE, also RE. Und da sieht man immer, dass das eine weitergeleitete E-Mail ist. Immer wird immer weitergeleitet. Die wird gleich, sag ich mal, markiert und wird gleich rübergeschoben. Aber ich sag mal, ich find's so zum Kotzen, ey. Ich find's echt so zum Kotzen. Ich weiß nicht. Es werden wahrscheinlich einige drauf, wahrscheinlich auch darauf reinfallen, klar. Wahrscheinlich auch ältere Generationen, die werden da wahrscheinlich eher drauf reinfallen, aber. Ich habe auch jetzt, glaube ich, schon das zweite oder sogar das dritte Mal. Ich weiß nicht genau. Auch über meine Handynummer irgendwelche dubiosen Nachrichten bekommen. Von hier, ne? Ist hier auch über Bank. Ist es auch tatsächlich gekommen. Aber war meine Bank auch nicht bei, also. Das hat da auch nicht funktioniert, also. Da weiß ich auch nicht, also da fand ich den auch. Ich. Nee. Ja, ich kann immer noch nicht anfangen. Ja. Oder? Sei das das Dreisteste, was bei meinen Sachen, die ich verkaufen wollte. Ein Fernsehschrank. Wirklich ein TV-Schrank. Also diese neumodernen TV-Schränke, sag ich mal, die nur so 40 cm hoch sind. Aber dafür dann auch irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit der jetzt, 1,60 Meter in der Breite. Also, wenn man sowas haben wollen würde, musst du es ja zwangsläufig abholen. Und dann hatte ich mit einer Frau zu tun, angeblich, ich weiß es nicht genau, die dann steht ständig meine Handynummer oder eine E-Mail-Adresse, wollte sie denn haben. Und da sage ich so, was willst du damit? Ich so, du musst doch sowieso hierher kommen, um das Ding abzuholen. Was willst du jetzt mit meiner E-Mail? Was willst du mit meiner Handynummer? Ich so, die brauchst du nicht. Da war Funkstille. Also da bin ich dann, beim ersten Mal Reinfall habe ich dann nachher geschaltet. Ich so, nochmal nicht. So. Ich weiß nicht, was es denn da draußen in der Welt für Arschlöcher gibt. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber es ist echt so, oder? So, der hat die Arbeit beendet. Machen wir den mal zu. Nein, nee, nicht. Nein, oh, nein. Geht da ein Weg lang? Ja. So, wer ist denn hier jetzt angekommen und wo? Ah, du bist da angekommen, ne? Das ist sehr schön. Jetzt habe ich vor lauter Plappern wahrscheinlich auch den Kurs nicht gespeichert, ne? Habe ich den? Doch, ich habe den doch angesetzt, ne? Also ich finde das alles dreist. Ich finde das echt dreist und zum Kotzen, dass es solche Leute gibt, die Leute damit ausnutzen. Nee, ich finde es einfach nur ätzend. Also, du kriegst hier nicht zu fassen, das ist ja auch das Blöde, dass
Die sitzen ja Gott weiß wo. Weiß ich, sollte ich mal so einen begegnen hier, wenn man das rauskriegt, durch eine Unterhaltung, ne, was ne, so einer macht. Ich glaube, den würde ich, glaube ich, unangespitzt in den Bogen rammen. Ich finde es eigentlich eine Frechheit, eine Sauerei, sowas. So, ich habe jetzt mir einfach mal den Kurs hier geklaut. So, jetzt mach du mal. Oh, der braucht noch ein paar Minuten. Der auch. Der fährt zum Händler. Dich muss ich nicht fragen. Das wird noch eine Ewigkeit dauern, bis du fertig bist. Ja, schwierig. Ich werde wohl ein bisschen gucken müssen, dass die Ballen nicht mehr im Vorgewinde hier nicht stören. Ja, das mit den Schwaden ist schwierig, glaube ich, ne? Das passt irgendwie nicht so richtig. Das ist ein bisschen doof. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ganz gerne mal eben hier dann, ne, auch gerne dazu einen Kommentar da lassen. Also das würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Ich hab echt, irgendwie habe ich da nicht aufgepasst, ne? Blöd. Jetzt noch mal ein Schlepperlein, das will ich jetzt eigentlich, wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich muss eigentlich ja im Endeffekt nur abwarten, bis der Schwadarinski, Quatsch, der Wender fertig ist. Das wird noch ein bisschen dauern. So ein Mist. Wollte auch jetzt gerade eben bei den Kühen reingucken, ob Futter drin ist. Da muss nämlich auch noch Futter rein, das ist auch doof. Und kein Schlepper. So ein Mist. Ja. Oh Mann. Ist auch hier. Ja, so der Typ war. Meine Güte. Lassen wir die mal hier an der Seite liegen. Liegt hier auch noch irgendwas rum. Das dürfte eigentlich gehen. Habe ich den eigentlich auch schon umgestellt hier? Okay. Och nö. Nö. Komm schon. So. Läuft das jetzt? Ja. So, wo ist jetzt der Wender?
Ja, der wird rechtzeitig sein. Aber dann haben wir ja gleich einen Schlepper. Oh, ich hab. Irgendwie habe ich Brand heute. Oh. Ja, ich hatte tatsächlich heute mal wieder. Seit langem. Mal wieder, ne? Gyros vom. Imbiss. Und irgendwie, ich meine, es ist nicht scharf, aber es ist doch, also, das macht durstig. Habe ich den auch? Ja, habe ich auch. So, aber ich sehe gerade, ne, ich habe eine ganze Folge jetzt, ne, nichts getan, könnte man auch sagen. Aber was soll ich machen? Ich habe keinen Schlepper mehr über. Aber für morgen haben wir jetzt ja einen. Der wird ja jetzt gleich fertig werden und für die morgige Folge, da haben wir dann einen Schlepper. Okay, dann sage ich wieder danke fürs Zuschauen. Gerne ein Däumchen da lassen, wenn es euch gefällt. Und bis denn, haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.